Wie wär's mit Pina Colada? Ist wirklich sehr erfrischend und bringt einen absolut in Sommerstimmung. Kann ich Ihnen was anbieten? Ja, genau, machen wir drei kurze, du. Na gut, also wie immer. Und ein Eierlikör. Selbstverständlich. So, hiermit begrüße ich euch dann alle recht herzlich zum 57. Stammtisch hier in der Ulmklause. Schriftführerin Marianne, bitte einmal die Anwesenheitskontrolle. Helga? Jo. Günner? Jo. Sieht gut aus, sind alle da? Ja, traumhaft. Ich wäre ja fast nicht rechtzeitig gekommen, ne? Wieso, was denn? Die haben doch jetzt die Buslinie, die 75. Die bei Schlechter Lüt anfängt? Nee, das ist doch die 9. Die 9 geht bei Dietmanns los. Das ist doch Blödsinn. Die 9 fährt über Kellinghusen nach Sisibi und danach wieder zu Schlechter Lüt. Ist so, Marianne. Ja, und die fährt jetzt nicht mehr, oder was? Ich hab gewartet und die kam nicht. Stand doch in der Zeitung. Was? Alle Busse fallen aus, sogar die Schulbusse. Ja, meine Güte. Was? Die Kinder haben doch gesunde Füße. Die können doch laufen. Helga. Was bin ich damals als Kind gelaufen? Barfuß, im Winter, 3 Kilometer zur Schule, du. Die gehören von heute, die sind zu verweichlicht. Ja, was hätte ich gegeben für ein paar Schuhe? Hattest du Schuhe, Helga? Wovon träumst du denn, Günner? Ja, das hatten wir nicht. Das war ja auch, sag ich mal, eine andere Zeit damals. Was hat es denn damit zu tun? Die Kinder früher waren noch viel gesünder als heute. Ja, sag doch mal ein Beispiel. Laktoseintoleranz. Das ist doch Blödsinn. Hat es doch früher nicht gegeben. Weißt du, wie man das früher genannt hat? Sag mal. Bauchweh. So, hier einmal die 3 kurzen und den Eierlikör. Ja, mach uns noch mal 3 Küstennebel fertig, ne? Ja, ich hätte sonst auch Küstennebel, noch... Abflug jetzt. Die armen Kinder müssen bei denen wieder zur Schule laufen. Die Eltern fahren sie doch sowieso zur Schule. Ja, hätte die Schule breitere Türen, dann würden die auch noch ins Klassenzimmer gefahren werden. Die Jugend von heute kann nichts mehr ab. Helga. Gönner, die Kinder wurden in diese Welt reingeboren. Die können doch nichts dafür. Meine Mutter hat mich mit 15 aus dem Haus geschmissen und gesagt, Helga, ich schmeiß dich jetzt aus dem Haus raus. Und seh zu, wie du klarkommst, hat sie gesagt. So. Und hat mir das geschadet. Ja, kein bisschen, guck dich doch mal an. Ich bin doch eine sympathische Frau. Möchten Sie auch noch was essen? Heiden, oder ist Babi und nach dem Abflug. Sehr gerne. Helga. Die Jugend von heute ist nicht so schlimm, wie alle immer denken. Die sind noch viel schlimmer. Die wollten mir meinen alten Diesel wegnehmen. Die brennen wohl unter der Haube. Ist doch wegen dem Klimawandel. Ja, den sollen sie aber auch nicht rumholen, wenn sie die paar Kilometer zur Schule gehen müssen. Ich finde das zu hart. Ich finde das zu hart, dass wir immer noch auf unseren Küstennebel warten müssen. Helga, du sag doch mal was. Wo bleibt der Küstennebel? Die Jugend ist doch so engagiert. Ja, im Rumliegen. Die Jugendlichen rauchen weniger als früher. Die Jugend trinken weniger als früher. Ja, weil das nicht mehr so ballert. Die nehmen andere Drogen jetzt. Du bist immer so negativ. Marianne, guck doch mal Silvester. Was damit? Um 12 Uhr Mittag fangen die Jugendlichen an zu böllern. Ja und? 12 Uhr ist Mittagsstunde. Leute, das ist einmal im Jahr. Marianne, die sollen laufen, damit ihre fetten Pommesbäuche weggehen. Die sind doch alle unsportlich, Marianne. Gar nicht wahr. Sitzen doch nur vor ihren hier. Wie heißt das? Sitzen nur vor dem Videorekorder. Sitzen doch nur vor ihren Videorekorder. Ihr beleidigt die Kinder als Dick. Das finde ich nicht gut. Marianne, was wiegt denn so ein Kind heute? Ja, die wiegen nur locker eine Tonne. Und das sind nur die Grundschulkinder. Wieso kostet denn so ein Schulgebäude heutzutage das Dreifache von früher? Ja, weil die extra Stahlbeton verbauen, damit der Boden unter den fetten Kindern nicht zusammenbricht. Ist die Wahrheit, Marianne. Wir schließen jetzt gleich. Wer zahlt? Gönner. Also, das war ein schönes Video. Wir haben noch eins gemacht. Wenn ihr jetzt hier irgendwo klickt, findet ihr das. Und dann kommt ihr zu dem Kanal. Ja. Ich fand das Video jetzt nicht so schön, aber guckt euch den zweiten Teil auf jeden Fall an. Den gibt's bei mir und bei dir auf dem Kanal. Ist so.